Hallo und willkommen zum Mila Beach Report hier am Timmendorfer Strand bei den deutschen Beachvolleyballfinalen. Neben mir steht das Team Labrador Süre. Mädels, ihr habt gerade gegen Heinemann Grill gespielt. Chantal, erzähl mir ein bisschen was zum Spiel. Klar, 2-0 gewonnen. Ja, der erste Satz war ein bisschen deutlicher. Da hatten wir am Anfang ein paar Probleme, sind dann aber immer besser reingekommen, haben ganz gut aufgeschlagen. Im zweiten Satz war es ein bisschen knapper, bis 17 beide. Dann hat Pia sich irgendwie am Fuß verletzt. Die haben den Medical Timeout genommen und danach sind wir eben weiter konzentriert geblieben. Haben dann zwei Breaks gleich gemacht. Das war dann natürlich gut für uns. Der Schlüssel zum Erfolg und dann haben wir gewonnen. Deine Eindrücke? Ja, also ich sehe das genauso. Ja. Wir haben halt gut aufgeschlagen, viel Druck gemacht und das war so der Schlüssel am Schluss. Erzähl mal ein bisschen, wie seid ihr in das Turnier eingestartet? Wir haben heute Morgen gegen Berend Seifert gespielt, da haben wir 2-0 gewonnen. Danach haben wir gegen Holtwig Semmler auf dem Center Court gespielt, 2-0 verloren. Und jetzt war das hier eben das dritte Spiel, 2-0 gewonnen. Ja, eins haben wir jetzt dann gleich noch. Hoffen wir, dass wir es auch gewinnen. Bist du schon gegen wen? Merstmann Schneider wird es sein, wenn die hier gewonnen haben. Ja, die haben gerade gewonnen. Okay, Mädels, dann bedanke ich mich fürs Interview und dann sehen wir uns bei den nächsten Interviews. Bis dann, ciao. Thank you.